Wir sind alle hier ein Team, wir sind alle miteinander hier, wir haben Bock auf den gleichen Contest, wir sind alle überzeugte Sportler und weißt du, man steht im Trainingraum und man hört, ah, der ist Deutscher, fängt an zu reden und sofort versteht man sich und das ist halt ein Teil, der den Sport ausmacht einfach. Wir stehen alle zusammen da, wir ziehen in die gleiche Richtung, das ist einfach geil, der Sport ist toll. Musst du von dir vorstellen, zeig mal was. Nein, Mann, nein? Auf keinen Fall, Alter, hier doch nicht. Hier doch nicht. Vor allem hier im Hemd, guck mal, wir sind alle schön angezogen, ja? Das Frühstück der Champions. Guten Morgen. Erste Nacht überstanden. Morgen. Ich habe sogar echt gut geschlafen. Toni ist stolz auf mich. Hat mich liebend in den Schlaf gesungen und behütet. Ist nichts schief gegangen. Wir essen gerade ein Brocken Fleisch. Dann gehen wir gleich ins Studio. Kleines Workout und ein bisschen Posing-Routine. Und dann geht's ins Marriott Hotel zum Einschreiben und später die erste Farbe und so weiter. Ansonsten blenden wir euch hier gleich mal ein paar Bilder ein, die wir nach dem Aufstehen gemacht haben. Ich glaube, da ist noch mal ein bisschen Wasser über die Nacht rausgegangen und heute ist noch mal ein trockener Tag. Das heißt, mal gucken, wie es morgen aussieht. Wir melden uns später. So, servus. Im Reebok Gym mal wieder. Was will ich sagen? Wir machen jetzt 3 Rückenübungen vielleicht, 1-2 Bizeps und Gutes. Und dann geht es mal im Posingraum, einfach nur nochmal komplett leer zu machen, den letzten Speicher rauskitzeln. Und mehr kann ich sowieso nicht, kann nicht mehr reden. Countdown läuft! Ja, wird. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie das Gym hier aussieht. Enorm groß und wirklich sehr gute Geräte. Und dann schauen wir Daniel zu, wie er trainieren tut. Okay? Also, nicht verpassen. So, grüß Gott mal wieder, meld mich zurück. Wir haben, wie viel Uhr? 12 etwa oder so. Erste Training ist drauf und habe neue Freunde gefunden. Die Deutschen finden schnell zusammen. Ich sitze hier mit Arthur Albi. Albi, genau. Sehr korrekter Typ. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, also ich bin der Arthur Albi. Ich bin 23 Jahre jung, komme auch aus Deutschland und werde heute in der, beziehungsweise morgen, werde ich in der Fitnessmodel-Klasse starten. Bin soweit ganz zufrieden mit der Form und fühle mich eigentlich auch noch verhältnismäßig ganz gut. Habe mich natürlich gefreut, dass ich jetzt auch einen deutschen Athleten hier kennengelernt habe und gefunden habe. Ja, da ist man nicht so alleine. Ich wusste natürlich, dass viele Deutsche dieses Jahr starten werden. Und hoffe mal, dass es soweit für uns ganz gut laufen wird, dass Team Germany was reißen kann. Ja, lass mal was sehen. Zeig mal was. So in Form ein bisschen. Ja, ich bin ja. Zeig mal deinen Bauch oder so. Bin halt entladen natürlich noch, ne? Dicken, angeschwollenen Bauch. Das sieht doch ganz gut sehen, oder? Ja. Stabil. Was sind deine Erwartungen für morgen? Was denkst du? Was kann man rausholen? Wie steht allgemein Team Deutschland morgen da? Ja, also ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich. Ich bin überzeugt davon, dass auf jeden Fall einer der Deutschen irgendwas reißen wird, weil wir sind diesmal ziemlich viele Deutsche sogar. Wir sind alle verteilt, Fitnessmodel klein, Fitnessmodel groß, Musclemodel, also alles ist vertreten. Ich denke, soweit sind von der Form her eigentlich alle auch ganz gut dabei. Bei dir konnte ich jetzt aussehen, gerade beim Farbaufstrich. Ich denke, man wird sich über Nacht natürlich noch mal einiges tun am letzten Tag. Das ist ja immer so der Fall. Und
hoffe natürlich, dass du einen guten Platz machst, ne? Und ich denke schon, dass einer von uns definitiv im Finale landen wird. Also da bin ich überzeugt von. Ja, Mann, das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Also auch wenn wir, egal ob wir beide in der gleichen Klasse sind oder auch nicht sind, wir sind alle hier ein Team, wir sind alle miteinander hier, wir haben Bock auf den gleichen Contest, wir sind alle überzeugte Sportler und weißt du, man steht im Trainingraum und man hört, ah, der ist Deutscher, fängt an zu reden und sofort versteht man sich und das ist halt ein Teil, der den Sport ausmacht, einfach wir stehen alle zusammen da, wir ziehen richtig in die gleiche Richtung, das ist einfach geil, der Sport ist toll. Das dürft ihr nie vergessen, Leute, auf einem Wettkampf sieht niemals die Wettkampfathleten als Konkurrenz an, das sind alles Athleten, die dieselbe Scheiße durchmachen, genau, die ihr auch durchmacht. Es ist unabhängig davon, welchen Platz wer belegt. Jeder macht dasselbe durch. Wenn er von der Form her und von der Präsentation besser war, dann ist es nun mal so, akzeptiert's. Ja? Aber seht ihn niemals als Konkurrent an, sondern zieht das Ding gemeinsam durch. Habt Spaß an der Sache, darum soll es nämlich ganz gehen. Wichtig, nicht auf jeden Fall. Sondern um Spaß, Faktor Spaß, Freude. Macht schöne Fotos und seid mit euch selber zufrieden und glücklich, was ihr gerissen habt in der Zeit, wie ihr euch verändert habt. Das ist das Wichtigste. Sehr geil. Okay, soweit mal ein kleiner Cut von hier. Ich denke, wir melden uns später wieder. Wir gehen heute Abend vielleicht in einer deutschen Runde alle weg. Spätestens morgen Abend gehen alle Deutschen zusammen ein bisschen feiern. Und wir halten euch auf den Laufenden. Peace, Leute. So, melde ich mich mal wieder zurück. Ich habe mich jetzt tatsächlich angemeldet. 507. Und hinter mir läuft jetzt das ganze Programm ab. Wird immer voller. Marriott Hotel sieht echt gut aus. Und hier wird in knapp anderthalb Stunden die Pressekonferenz stattfinden. Schauen wir mal, was sie uns da alles Schönes erzählen. Ich bin langsam auch richtig dunkel geworden. Das Tanning zieht ein. Und ja, die Aufregung steigt. Der große Tag rückt näher. Zeit geht rum. Wird alles gut. Ich melde mich wieder. Bye. Hey, Freunde, ich stehe hier direkt neben Sean. Er ist WBFF Fitness Pro Model und auch Judge hier bei der Veranstaltung in London. Ich war letzte Woche zum ersten Mal bei seinem Stage Camp. War eine mega Erfahrung. Ich habe wirklich sehr viel von ihm gelernt und ja, ich rede jetzt mal ein bisschen Englisch. So, Sean, I just told my friends that I'm very thankful for being at your stage camp last week and it was a very important, impressive weekend for me and I'm so happy being here right now and seeing you again and the whole weekend is I'm so flashed with everything and brilliant. I just want to say thank you again and thank you. I'm happy being here. We want everybody that comes to the shows to have a really good time, as in we put these shows on for you guys, so we just want everybody to come in, enjoy themselves, have a great time, just have a great show experience. So yeah, mate, you'll be absolutely fine. I've seen you, you look good. Yeah, and we can't wait to see you up there. Yeah, again, man. I'm pretty sure it's going to be a fantastic evening tomorrow. And fantastic. I can't wait. Mate, I can't wait to see you up there. It's going to be great. Thank you very much for your time. You. And thank you. See you later. Yeah. Ich bin mal wieder zurück. Und wer steht neben mir? Hi, ich bin's Philipp. Philipp, toll, genau. Auf welchem Channel bin ich denn dann? Du bist wahrscheinlich auf meinem Daniel Harder Channel, Harder Devotion. Und Vicky's Kitchen mischt sich bestimmt auch noch ein. Vicky kennst du ja schon. Hey, Vicky. Genau. Ja, kommentiert oft bei mir, ziemlich lieber Typ. Ich habe mir mal ein Rezeptvideo von dir angeguckt. Deine Protein Bars habe ich mal reingezogen. Sah lecker aus, Mann. Es ist lecker. Glaub mir, der Junge, brutal, was der für Kreationen raushaut. Super. Und ich freue mich einfach total, dass der in meinem Freundschaftskreis ist. Macht einfach Spaß und ich finde einfach die Seite so schön, weil unkommerziell, bisschen untypisch, leckere Sachen, macht nicht jeder. Also auf jeden Fall Hut ab. Jetzt mal hier, zurück. Zeig mal hier ein bisschen rum. Genau. Was sagst du zu diesem Auflauf hier? Wie ist dein Eindruck? Es ist jetzt, es ist jetzt 5 nah, Leute. Ja. Wir hätten um 7 Uhr da sein müssen, ist kein Platz mehr frei, alles besetzt. Müssen wir stehen. Ich keine Ahnung, wie lange das geht. Bin selber gespannt. Keine Ahnung, wann es anfängt. Ja? Ich weiß auch nicht, wie der ganze Ablauf morgen ist. Das ist hoffentlich, erklären uns das morgen. Hast schon reingeschaut, da drin ist ein Zettel, es wird mega spät. Ich fängt erst um 4:30 an. Ah, okay. Nee, um 4:30. Das heißt hungern. Hungern und dursten morgen nochmal den ganzen Tag. Völlig richtig. Ja, passt. Wir sind es gewohnt. Schaffen wir. Sonst wären wir nicht hier. Ihr seht es hier an seinem Gesicht. Guck mal. Als ich ihn im Camp gesehen habe, war noch um einiges voller im Face, sag ich mal. Ja, Mann, fucking Gespenst, aber egal. Nein, Mann, ich bin echt froh, den Kollegen hier wieder zu treffen. Auch erst letzte Woche kennengelernt und das ist so schön an dem Sport. Du siehst die Leute einmal und irgendwie ist gleich die Verbindung da. Wir leben alle auf einer Welle und
voll geil. Ja, ist ja auch vor allem, ist immer cool, wenn man Leute aus Deutschland natürlich auch trifft. Da sind auch noch ein paar am Start und wir sind ja so ein kleines Team sozusagen. Ich glaube, 6 deutsche Athleten. Willst du mal ein paar Muskeln von dir vorstellen? Zeig mal was. Nein, Mann. Nein? Auf keinen, Alter. Hier doch nicht. Hier doch nicht. Vor allem hier im Hemd. Guck mal, wir sind alle schön angezogen, ja? Sonst muss man hier zeigen. Also, du hast ja auch, du passt auch noch gerade rein. Ich habe mir noch mein Hemd übergezogen. Kleines Jackett hier noch, ja? Sakko. Und ich bin eigentlich nicht so der Anzugträger. Nee. Ich mag es eigentlich nicht so gerne, aber man muss sich anpassen, ne? So ist es. Willst du noch irgendwelche Grüße mitgeben? Liebe Grüße an Vicky. Okay, Leute, wir melden uns wieder. Morgen geht's ins in die Vollen. Wir sind bereit. So, ich schon wieder und ich möchte noch mal jemanden vorstellen. Diesmal eine weibliche Athletin, die Rebecca. So, hey Rebecca, how are you? Hi, I'm good, thank you. So, which class do you compete? I'm competing in the Bikini Tour. It's your first time competing at a WBFF? Second, actually. Yeah. It's an amazing atmosphere, it's great. Yeah, it's, I think the same. It's fabulous being here, being a part of this crazy big event. I don't know how to explain. It's just, yeah, it's just awesome being here. Feeling good. So, do you want to tell my friends and fans something about you, about where they can maybe follow you, see what's going on, and whatever? Okay, I'm an air hostess. I live in Dubai. And my Instagram is TooFitToQuit if you want to head over there and follow me. And yeah, any tips and fitness advice, I'll be willing to give it you. So. Okay, Freunde, also ihr habt's gehört. Wenn ihr auch wirklich, schaut sie euch einfach an und dann geht auf Instagram, folgt ihr. Also, wie ihr seht. Bye.